Hi Leute, hier ist Heikap Christian und in diesem Video geht es um Atheismus, Moral und Veganismus. Ich bin Atheist, ich bezeichne mich jetzt seit Jahren als Atheist und nein, das bedeutet nicht, dass ich an Satan glaube oder dass ich Gott hasse oder so. Ich glaube nicht an einen Gott. Punkt. Das ist alles, was das Wort bedeutet. Damit glaube ich auch nicht an Satan, ich glaube auch nicht an die Hölle, ich mache keine schwarzen Messen. Ich glaube einfach nicht an Gott. Ich komme nicht wirklich aus einem religiösen Haushalt, ich bin getauft, das ist das Einzige. Meine Eltern waren Mitglieder der römisch-katholischen Kirche, ich bin ausgetreten. Nachdem ich festgestellt habe, dass ich das ganze Konzept von Religion und ganz besonders die verschiedenen Versionen der christlichen Wahrheit für unlogisch halte, für unwahrscheinlich halte und ich für mich festgestellt habe, dass ich es als nicht existent bezeichne, beziehungsweise ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es den christlichen Gott gibt, genauso hoch ist wie die Wahrscheinlichkeit, dass es das Knusperhäuschen von den Brüdern Grimm gibt. Ich stelle mir das mal so vor, jemand klingelt bei einem Atheisten an und dann sind da ein Zeuge Jehovas, ein Mormone, ein Scientologe und ein Hinduist. Und die sagen dann alle, glaub an meinen Gott, glaub an meinen Gott, glaub an meine Aliens, glaub an meine Götter. Und die Sache ist so, jede Religion glaubt von sich, dass sie Recht hat und begründet das mit ihren eigenen Schriften. Also die Bibel hat Recht, weil es steht in der Bibel, der Koran hat Recht, weil es steht im Koran und so weiter. Und die Sache ist aber, woher weiß ich denn jetzt, was richtig ist? Nehmen wir mal an, ich sterbe, ich komme in den Himmel und dann steht dann Gott vor mir. Dann müsste ich ja zuerst fragen, wer bist du denn jetzt? Bist du jetzt Jahwe oder bist du Zeus oder bist du Ganesh oder irgendwie sowas? Und wenn man sich anguckt, dass Menschen in der Menschheitsgeschichte ungefähr zwischen 8.000 und 12.000 Götter hatten und an 8.000 bis 12.000 Götter geglaubt haben, könnte das durchaus sein, dass dann irgendjemand anderes vor mir steht. Apollo oder sowas oder Mars oder wer auch immer. Und wenn ich mich also auf einen speziellen Gott festnagel, liege ich sowieso in 7.999 Fällen falsch. Und Das ist etwas, was mich schon immer gestört hat. Sagt jede Religion, dass sie Recht hat, aber keiner versucht es zu beweisen, sondern sie sagt einfach, es ist halt so. Du musst halt daran glauben, es ist halt richtig. Und ich frage mich halt immer, warum? Also Gott ist ein Prinzip, das man nicht wissenschaftlich testen kann. Es ist nicht möglich. Wer mehr dazu erfahren möchte, dann googelt mal Russells Teetasse. Der Philosoph Russell hat halt gesagt, ne, ich kann ja auch nicht sagen, dass es keine Teetasse gibt, die um den Mars kreist, die so klein ist, dass man sie nicht mit einem Teleskop erwischen kann. Man kann nicht beweisen, dass es Gott nicht gibt. Und ich bin aber der Meinung, dass wenn man etwas, oder die Wissenschaft ist auch der Meinung, dass wenn man etwas behauptet, dann muss man es auch selber beweisen. Ich muss nicht widerlegen, dass es das gibt, sondern die müssen beweisen, dass es das gibt. Und das kann Religion per se nicht machen. Religion entzieht sich jeder Testung, beziehungsweise das, was man getestet hat, so funktionieren Gebete und sowas, da ist halt auch bei rausgekommen, es funktioniert nicht. Zumal habe ich mir dann auch mal angeguckt, was die Bibel so oder was allgemein Religionen zu allgemein wissenschaftlich anerkannten Fakten sagt, zum Beispiel sowas wie Alter der Erde, gab es eine Sintflut, bei der dann alle Tiere und alle Menschen bis auf zwei jeder Art getötet wurden, weil Gott mit seinem Werk unzufrieden war. Und diese Sachen haben nie stattgefunden. Da habe ich mich auch gefragt, so okay, wenn diese ganzen anderen Sachen nicht stimmen, warum sollte das dann stimmen, dass es einen Gott gibt? Und dann habe ich mich halt festgestellt, so, macht keinen Sinn. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, okay, es gibt keinen Gott, ich glaube an keinen Gott mehr und damit lebe ich bis jetzt ganz gut. Was hat das Ganze mit Moral zu tun? Religion pachtet ja oft Moral für sich, so, oh ja, wir sind alle so gute Menschen wegen den 10 Geboten. Und ich bin der Meinung, wir sind gute Menschen, obwohl es die 10 Gebote gibt oder obwohl es das gibt, was in der Bibel steht. Mal abgesehen davon, ich finde immer, dass meine eigene Intelligenz beleidigt wird, wenn man mir sagt, dass ich ein guter Mensch sei, weil es ja die Bibel gibt oder weil Gott das gesagt hat oder so. Nein, ich kann auch selber darauf kommen, dass es schlecht ist, Leute zu schlagen oder ich kann auch selber darauf kommen, dass es schlecht ist, keine Ahnung was, Leute zu stehlen oder so. Das nennt sich nicht Religion, das nennt sich einfach, es nennt sich Moral, es nennt sich gesunder Menschenverstand. Und ich brauche niemanden, der mir das erzählt. Ich glaube, eigentlich braucht kein Mensch jemanden, der so etwas erzählt. Eigentlich weiß man das. Eigentlich weiß man, dass das schlecht ist. Und wenn dann einem die moralische Grundlage fehlt, wenn man sie so nennen möchte, auch wenn jeder Fortschritt in den letzten 200 Jahren, Frauenwahlrecht und sowas, nicht von den Religionen ausging, sondern von säkularen Bestrebungen ausging, da muss man sich ja schon fragen, was ist richtig und was ist falsch. Und
dadurch bin ich auch zum Veganismus gekommen. Nicht, weil jemand mir gesagt hat, dass das ist jetzt richtig und das ist die Wahrheit, sondern ich habe mich damit beschäftigt und bin zu dem Entschluss gekommen, so, okay, ich bin jetzt für mich alleine gestellt, es gibt keine höhere Instanz, die mich dann irgendwie bestraft, wenn ich was nicht mache oder mich dazu nötigt, irgendwelche Sachen zu machen, sondern ich bin mit meinem eigenen Verstand, aus meiner eigenen Intelligenz zu dem Entschluss gekommen, dass ich es falsch finde, Tiere zu essen, Tiere zu benutzen, nur weil ich das cool finde. Und damit bin ich für mich beim Veganismus angelangt. Ich finde, das ist die effektivste Methode, wenn man wirklich möchte, dass Leute wirklich etwas checken und wenn Leute, dass Leute wirklich nach bestimmten Grundsätzen handeln. Das ist nicht, dass man sie zwingt, das ist nicht, dass man sie nötigt, das ist nicht, dass man sie, ja, dass man macht, dass sie sich schuldig fühlen, damit sie irgendwas machen, sondern dass man sie eigenständig denken lässt und dass man sie zu eigenständigen Erfahrungen und zu eigenständigen Konklusionen kommen lässt. Und so hat mir Atheismus geholfen, Veganer zu werden. Wie ist das bei euch? Seid ihr religiös? Seid ihr nicht religiös? Seid ihr durch Atheismus zum Veganismus gekommen? Seid ihr durch irgendeine Religion zum Veganismus gekommen? Schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ihr weitere Videos von mir sehen wollt, dann abonniert mich gerne hier oder guckt hier weitere Videos von mir und wir sehen uns irgendwann mal. Ciao, Leute!